Der Kollege Seidlitz ist der Mann von Frau Seidlitz. Und nun frage ich mich, wie man aus dieser Seite uns hier vorwirft, rechtsextrem zu sein durch Herrn Striegel und diese Frau mit einem waschechten Neonazi verheiratet ist und das Bett teilt. Aber ich finde es unerträglich, wenn persönliche Angelegenheiten hier zum Thema gemacht werden, wenn Familienmitglieder, und das kommt immer aus der gleichen Fraktion, das ist nicht das erste Mal, wenn Familienmitglieder hier in die Debatte eingeführt werden. Sie können sich mit mir, mit meiner Fraktion und auch mit der Kollegin Zibora Seidlitz über Themen weidlich streiten, aber Ihre Familie und Ihre Hintergründe haben hier nichts zu suchen. Also informieren Sie sich mal bitte, und das ist der Mitarbeiter von Herrn von Frau Quade gewesen. Und dann schauen Sie sich mal an, was der Herr Hacken dort alles für Leute gesammelt hat im Bündnis gegen Rechts in Halle. Das hatten wir ja alles dargelegt. Da waren mehrere, unter anderem die interventionistische Linke, dabei, die im Verfassungsschutzbericht auch des Bundes stehen. Und mit diesen Leuten arbeiten Sie zusammen. Sie brauchen ja nicht auf die Tränendrüse zu drücken. Sie sind selber Feinde der Demokratie, wenn Sie Leute wie Frau Quade in Ihren Reihen haben. Vielen Dank. Herr Präsident, ich bitte darum, die Sitzung kurz für 2 Minuten zu unterbrechen. Das bleiben wir mal ganz normal. Also, Sie möchten eine Auszeit haben. 2 Minuten ist sicherlich sozusagen, ehrgeizig, aber gut, okay, erhebt sich dagegen Widerspruch. Dann stimmen wir das ab. Mein Mann ist heute, und dafür gibt es reichlich Leumundszeugen, übrigens auch in Quedlinburg, ein lupenreiner Demokrat und absolut ohne jeden Zweifel Antifaschist. Und das zeigt 2 Dinge. Erstens, es gibt Reifungspotenzial, demokratisches Reifungspotenzial innerhalb von 30 Jahren. Und das zeigt sehr deutlich, dass es bei meinem Mann angekommen ist und bei Ihnen nicht. Und das ist der Grund, warum Sie heute die Rechtsextremisten sind und warum wir darüber sprechen müssen. Und Sie können sich nicht wieder vorne immer hinstellen und über alle hetzen und alles wären Rechtsextremisten, wenn Sie in Ihren eigenen Reihen haben. Der Mann ist nicht nur der Mann dieser Frau, der Mann ist auch der Wahlkreismitarbeiter von Herrn Aldag. Nur mal so viel dazu, ja? Ja, so war es und so ist es. So einfach ist es. Und dann müssen Sie mal dazu stehen und sagen, ja, wir haben Neonazis beschäftigt, ist für uns kein Problem. Wäre doch in Ordnung. Kann man doch machen. Ist doch kein Problem. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die linken Schattengewächse des Extremismus wollen hier die blauen Lichtgestalten der Demokratie mit Hass und Hetze überziehen. Das nehme ich mal zur Kenntnis hier von links. Muss aber sagen, ich bin zwar kein Impfbefürworter und ein Gegner der Impfpflicht, aber ich sage mal, eine Impfpflicht gegen Filz, gegen Mauschelei, gegen Ideologie und vor allem gegen antidemokratische Gesetzesbeuger und Demokratieabschaffer. Also diese Impfpflicht, die würde selbst ich befürworten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kommen wir mal zur Ministerin Zichang. Sie hat gesagt, wir nehmen den Extremismus gleichermaßen in den Blick und gehen dagegen gleichermaßen vor. Das sieht bei der Mittelverwendung im Haushalt ganz anders aus, Frau Ministerin. Und da ist Ihre CDU mit dabei. Und wenn man feststellen muss, dass die Gewalttaten von links fast mit 50% gestiegen sind, dann frage ich mich schon, warum das im Haushalt keine Berücksichtigung findet und warum man nicht den rechten Extremismus und den linken Extremismus gleich behandelt und die gleichen Summen auslobt und damit auch Prävention betreibt und mal Druck ausübt. Bei Herrn und dann hat ja Herr Reul noch zur Ausspähung hier eine Frage an die Ministerin gestellt und sie hat dann gesagt, es gibt da ja dann informiert das LKA die Ausgespähten, das ist richtig. Das informiert, aber es hilft und schützt in keiner Weise, in gar keiner. Es ist dem LKA vollkommen egal, ob Daten bekannt sind von unseren Abgeordneten und ob vielleicht irgendwann mal da jemand in dieses Haus oder in diese Wohnung reinmarschiert. Vollkommen egal. Man hat mir gesagt, na das war ja 2016, machen sich da mal keine Gedanken. Dass es dann 2020 und 2021 nochmal in der Zeitung und im Rundfunk und überall erwähnt wurde und der Name immer wieder nach vorne gebracht wurde, interessiert das LKA überhaupt nicht. Herr Erben von der SPD beschäftigt sich mit dem Erkennungslabel der Rechtsextremisten Thor Steiner hier in seiner Rede. Er bringt den Vorwurf, dass die Zahlen erwiesenermaßen falsch sind, die wir hier anbringen. Also wir haben die Zahlen der Kriminalitätsstatistik hier hervorgebracht.
Und natürlich hat er das gemacht. Und ich weiß ja nicht, ob Sie Ihr eigene PKS anzweifeln. Die Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache. Und Frau Quade, die Terrorqueen der Linken, die würde ich wirklich darum bitten, sinnerfassend zuzuhören und vor allem zu verstehen. Ja, so habe ich sie bezeichnet. Der Dauerbrenner der AfD ist der Linksextremismus, hat diese Frau gesagt. Die Fälle wären gemischt mit Behauptungen und Spekulationen. Für die Partei ist die PKS also auch Spekulation und Behauptung. Herr Cosmi hat gesagt, extremistische Bestrebungen als gemeinsame Aufgabe sind zu bekämpfen. Das sehen wir auch so. Nur findet sich das, wie gesagt, nicht in der Bekämpfung wieder im Haushalt. Und Herr Cosmi hat auch gesagt, Rechtsextremisten sind in unserer Fraktion zu finden. Aber wir haben Leute eingestellt, die uns Dokumente überreicht haben, und zwar von allen Landesverfassungsschutzämtern zu ihrem Namen, und gegen keinen von denen liegt etwas vor. Und dann stelle ich diese Menschen ein. Punkt, aus, Ende. Und es sind keine Mörder, bei denen nichts verjährt, werte Kollegen. Herr Striegel von den Grünen, rechtsextreme und verfassungsfeindliche AfD, danke Antifa, hat er gesagt, also hat sich mit Terroristen gleich gemacht, Hass und Hetze verbreiten, Rassismus salonfähig zu machen. Sie haben ja schon mehrfach der Antifa gedankt in der letzten Legislatur, Herr Striegel. Und der Antrag mit den anderen demokratischen Fraktionen sei abzulehnen. Und das Schöne ist eben, dass nichts verjährt. Im Netz nicht, aber auch analog nicht. Und ich habe hier die antifaschistische Infozeitung 31, ein Blatt vom September und Oktober 1995. Und da zitiere ich mal ganz kurz. Es gab im Dreieck Quedlinburg-Halberstadt-Wernigerode eine starke faschistische Szene, die allerdings unorganisiert und durch die FAP Wernigerode beeinflusst war. Besonders die Szene in Quedlinburg erlangt durch die rassistischen Pogrome im September 92 bundesweite Beachtung. Deshalb war es nicht weiter verwunderlich, dass der NF-Kader Steffen Hupka Ende 93 nach Quedlinburg zog. Hier brauchte er nur noch das vorhandene Potenzial zu organisieren und zu schulen. Getreu dem Zellenkonzept geschah das nicht unter dem Namen SEA, sondern als sogenannter unabhängiger Arbeitskreis. Dem unabhängigen Arbeitskreis gehören unter anderem die stadtbekannten Neonazis David Seidlitz, Ronny Deichau, Christian Mohr und Lars Engelmann an. Nach Festigung der Struktur, Schulungen, Seminare und Wehrsportübungen wurde das Konzept auf die umliegenden Städte und Kreise ausgeweitet. Der Kollege Seidlitz ist der Mann von Frau Seidlitz. Und nun frage ich mich, wie man aus dieser Seite uns hier vorwirft, rechtsextrem zu sein durch Herrn Striegel, und diese Frau mit einem waschechten Neonazi verheiratet ist und das Bett teilt. Das kann man machen, aber ehrlich ist es eben nicht. Ich würde darum bitten, dass man den Rechtsextremismus und den Linksextremismus gleichermaßen bekämpft und hier nicht so handelt, wie die regierungstragenden Fraktionen handeln und es sehr einseitig sehen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, ich möchte es noch mal fürs Protokoll festhalten, dass der Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion meine Kollegin Henriette Quade als Terrorqueen bezeichnet hat. Ich glaube, das Wort Queen muss ich hier zumindest Ihnen nicht übersetzen. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, was das bedeutet. Ich möchte noch mal gerne ausdrücklich sagen, dass das Wort Terror bedeutet, dass durch Gewaltaktionen Angst und Schrecken verbreitet wird. Ich kann nur ganz deutlich sagen, dass ich das für meine Kollegin Frau Quade und selbstverständlich für uns als gesamte Fraktion zutiefst ablehne. Wir sind hier einiges gewöhnt an Unwissenheit, an intellektueller Unbewaffnetheit durch die Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion. Aber das ist ein Punkt, der aus unserer Sicht den demokratischen Gepflogenheiten und auch dem Ansehen des Hohen Hauses im tiefsten Maße widerspricht und vor allem dem Ansehen meiner Kollegin Frau Quade zutiefst verletzt. Und insofern weise ich das ausdrücklich zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es eine Intervention von Herrn Reu? Die können Sie jetzt wahrnehmen, wenn Sie wollen. Eine Minute bitte, ja, ist auf die Reaktion der Fraktionsvorsitzenden. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Also mir wären fast die Tränen gekommen, Frau von Angern.
Also wenn Sie jemanden in Ihrer Fraktion beschützen wollen, dann sollten Sie wenn der Vorwurf Terror Queen kommt, dann sollten das als letztes die Frau Quade sein. Wir hatten in der letzten Legislatur hier Debatten, da habe ich Ihnen dargelegt, wie die Mitarbeiter, ein Mitarbeiter zum Beispiel Valentin Hacken, ich kann den Namen nennen, in Österreich, in Wien, bei der Antifa in Wien mobilisiert hat für eine Demonstration hier in Halle. Diese Leute in Wien, die sind bekannt, dass sie Terroristen ähnlich agieren. Also informieren Sie sich mal bitte, und das ist der Mitarbeiter von Frau Quade gewesen. Und dann schauen Sie sich mal an, was der Herr Hacken dort alles für Leute gesammelt hat im Bündnis gegen Rechts in Halle. Das hatten wir ja alles dargelegt. Da waren mehrere, unter anderem die interventionistische Linke dabei, die im Verfassungsschutzbericht auch des Bundes stehen. Und mit diesen Leuten arbeiten Sie zusammen. Sie brauchen ja nicht auf die Tränendrüse zu drücken. Sie sind selber Feinde der Demokratie, wenn Sie Leute wie Frau Quade in Ihren Reihen haben. Vielen Dank. Gut, so, wir hatten zu diesem Thema heute Morgen beziehungsweise im Ältestenrat ja nochmal eine Aussprache, dass diese Aussprache ganz offensichtlich keinerlei Konsequenzen und Wirkung erzeugt hat, da haben wir uns jetzt von überzeugen können. Jetzt gibt es, jetzt muss ich sagen, Herr Striegel, Sie haben einen Antrag, Sie wollen einen Antrag, dann müssten Sie den jetzt auch mal stellen. Herr Präsident, ich bitte darum, die Sitzung kurz für 2 Minuten zu unterbrechen. Das bleiben wir mal ganz formal. Also Sie möchten eine Auszeit haben. 2 Minuten ist sicherlich sozusagen, ehrgeizig, aber gut, okay, erhebt sich dagegen Widerspruch. Dann stimmen wir das ab. Wer für diese Auszeit ist, den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. Das ist die Fraktion Linke, Grüne, wer ist dagegen? Das ist die AfD-Fraktion, Teile der CDU-Fraktion, wer enthält sich? Große Teile der CDU-Fraktion, die SPD und die FDP-Fraktion. So. Damit würde ich jetzt mal sagen, ist der Antrag abgelehnt, mehrheitlich. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, dass wir uns hier durchaus auch mal mit harten Worten auseinandersetzen, um sachliche Themen. Das ist das Vorrecht des Parlaments, das ist das Vorrecht des Plenums. Aber ich finde es unerträglich, wenn persönliche Angelegenheiten hier zum Thema gemacht werden, wenn Familienmitglieder, und das kommt immer aus der gleichen Fraktion, das ist nicht das erste Mal, wenn Familienmitglieder hier in die Debatte eingeführt werden. Sie können sich mit mir, mit meiner Fraktion und auch mit der Kollegin Ziborra Seidlitz über Themen weidlich streiten, aber Ihre Familie und Ihre Hintergründe haben hier nichts zu suchen. Danke, Herr Präsident. Liebe Kollegen, es ist ein Stück weg ernüchternd, aber auch erschütternd. Wir hatten in der letzten Ältestenratssitzung uns nicht verständigen können auf bestimmte Worte, aber jeder wusste, welche Worte wir meinen. Und die sind leider von mehreren Kollegen unterschiedlicher Fraktionen hier verwandt worden. Die einen haben gesagt, die Nazis. Wir haben genau diesen Fall besprochen und haben gesagt, dort sitzen nicht alles Nazis oder gar keine. Das war klar. Genauso wurden aber erwähnt, Linksextremisten, da sitzen nicht Linksextremisten. Da gibt es möglicherweise Verdachtsfälle, genau wie hier. Und eins muss ich auch sagen, es gibt keine Verdachtsfälle meiner Fraktion. Das weiß ich doch nicht. Ich habe Sie gerade verteidigt, dass es keine Linksextremisten sind, die da drüben sitzen. Das ist für mich doch klar. So. Und es gibt da Verdachtsfälle möglicherweise und möglicherweise woanders. Herr Kollege Striegel, nun bleiben Sie doch mal bitte ganz ruhig. Wir haben hier einen Beitrag der FDP gehört, den meine Fraktion nachhaltig unterstützt, dass wir nämlich gegen alle Formen des Extremismus sind. Und wir wissen ganz genau. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die persönlichen Verhältnisse und vor allem die meiner Familienmitglieder gehen niemanden hier etwas an, aber Sie haben auch die Öffentlichkeit nichts anzugehen, da anders als meine
anders als ich und als wir alle, meine Familie es sich nicht ausgesucht hat, in ihrem Fokus zu stehen. Aber da das, was Sie hier behauptet haben, ja durchaus eher abschneidend war, möchte ich es an dieser Stelle gerade rücken. Sie selber, Herr Hecht, kennen die Verhältnisse in Quedlinburg in den 90er Jahren genauer als ich. Und Fakt ist, und weil ich da noch nicht gelebt habe, in Berlin habe ich da gelebt. Und Fakt ist, die Verhältnisse in Quedlinburg in den 90er Jahren waren geprägt von einer sehr polarisierten Jugendkultur. Und es stimmt, dass mein Mann mit Steffen Hubka befreundet war. Was nicht stimmt, ist die Behauptung, er hätte irgendwie ein Kader gewesen oder hätte irgendeine Zelle geleitet. Das ist ebenfalls, also diese Behauptung ist ebenfalls Produkt dieser damals sehr polarisierten Situation in Quedlinburg. Aber, mein Mann ist heute, und dafür gibt es reichlich Leumundszeugen, übrigens auch in Quedlinburg, ein lupenreiner Demokrat und absolut ohne jeden Zweifel Antifaschist. Und das zeigt zwei Dinge. Erstens, es gibt Reifungspotenzial, demokratisches Reifungspotenzial innerhalb von 30 Jahren. Und das zeigt sehr deutlich, dass es bei meinem Mann angekommen ist und bei Ihnen nicht. Und das ist der Grund, warum Sie heute die Rechtsextremisten sind und warum wir darüber sprechen müssen. Ja, es ist schon spannend, dass, wenn man es hier brauchen kann, so ein Rechtsextremist schlimm ist. Und wenn es nicht gebraucht wird, dann ist es plötzlich alles ganz schwierig. Ich habe das ja nicht erfunden. Hier gibt es ein antifaschistisches Infoblatt. Da kann man einfach mal reinschauen. Dazu komme ich gleich. Zur Terror Queen komme ich gleich. Machen Sie sich da keine Sorgen. Ich komme gleich zur Terror Queen. So, jetzt mal stopp. Warten Sie mal. So, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, dass hier trotz dieser extrem angespannten emotionalen Situation vernünftig hinzukriegen, dann werde ich die Sitzung jetzt unterbrechen. Also, letzte Chance, und mein Appell geht sowohl an den Redner als auch ans Plenum. Sie haben das Wort, Herr Kirchner. Ja, ich muss ja jetzt ein bisschen was richtigstellen. Es wurde ja hier Sachen behauptet, die einfach so nicht wahr sind. Wenn ich... Ich hab nicht über Menschen geredet, die nicht hier sind. Sie kann sich gerne verteidigen, das ist gar kein Problem. Ist überhaupt gar kein Problem. Wenn Sie den Rechtsextremismus in Ihren eigenen Reihen nicht geordnet kriegen, dann ist das schon sehr fragwürdig. Das muss ich Ihnen so ganz deutlich sagen. Und Sie können sich nicht wieder vorne immer hinstellen und über alle hetzen und alles wären Rechtsextremisten, wenn Sie in Ihren eigenen Reihen haben. Der Mann ist nicht nur der Mann dieser Frau, der Mann ist auch der Wahlkreismitarbeiter von Herrn Aldag. Nur mal so viel dazu, ja? Ja, so war es und so ist es. So einfach ist es. Und dann müssen Sie mal dazu stehen und sagen, ja, wir haben Neonazis beschäftigt, ist für uns kein Problem. Wäre doch in Ordnung. Kann man doch machen. Ist doch kein Problem. Wir haben doch Verständnis dafür, wo die Liebe hinfällt. Das ist doch kein Problem, aber da muss man ehrlich sein und nicht immer Leute angreifen, die keine Rechtsextremisten sind und sie mit Hass und Hetze überziehen. Wenn es einmal selber trifft, dann fängt man an rumzuweinen. Und zur Terror-Queen möchte ich nur noch eines sagen. Frau Quade stand hier vorne und hat gesagt, danke Antifa in der letzten Legislatur. Die Antifa hat unter anderem einen linken Gewerkschafter der Gewerkschaftszentrum Automobil ins Koma geprügelt, die Anklage gefährliche schwere Körperverletzung, Landfriedensbruch im besonders schweren Fall. Beim Prozess vor der Tür des Gerichts standen 80 gewaltbereite Antifa, haben Terror gemacht. Das ist die Wahrheit in diesem Land. Und dieser Wahrheit muss man sich stellen. Und wer solche Leute verteidigt und stellt sich hier vorne hin und sagt, danke Antifa, die anderen Leute den Schädel einschlagen, die muss ich einfach so bezeichnen. Es tut mir leid. So.